Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit Motility. Und heute geht es um mehrere Sachen. Es hat sich ein bisschen was getan in World of Warships, vor allen Dingen im Shop. Aber dazu gleich mehr. Zuerst mal die Tirpitz. Das wohl größte deutsche Schlachtschiff aller Zeiten ist wieder zurück im Spiel. Sie gibt es derzeit für 60 Euro, mal wieder im Paket mit 2250 Golddublonen und 30 Tagen Premium für 60 Euro im Premium Shop. Ja, wer 60 Euro nicht zu viel findet für das wohl beste Schlachtschiff im Spiel, wie ich finde, und den besten Premium definitiv, der sollte jetzt zugreifen, wer weiß, wann sie wieder da ist. Ansonsten gibt es neben der Tirpitz, die übrigens noch 9 Tage zu haben ist bei der Aufnahme hier, ansonsten ja, ist es wahrscheinlich so ungefähr der 1. oder 2. Januar, bis dahin ist sie noch im Shop verfügbar. Im Shop gibt es allerdings noch eine weitere Neuheit, und zwar ein Russen, den Mikhail Kutuzov. Das gute Stück hier, ein Stufe 8 Kreuzer, den werde ich allerdings noch testen, da habe ich noch keine Empfehlung für, ob ja oder nein, ebenfalls 60 Euro und den gibt es noch bis Ende Januar. Ansonsten gibt es jetzt eine neue Mission, und zwar, es ist möglich, die Emden sich freizuschalten. Das Schwesterschiff der Dresden hier zu sehen. Gibt es jetzt gerade bis zum 11. Januar, also eigentlich ist es der 10. Januar, 11. Januar, 6 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, die Emden Challenge zu machen. Diese besteht aus 3 Stufen. Zuerst mal, man muss 10 Schiffe zerstören, ab Stufe 4 oder höher. Dann die zweite Stufe, 300.000 Schaden machen. Das ist aber nicht allzu schwer, glaubt's mir. Und die dritte Stufe wäre dann nochmal 20 Schiffs oder überhaupt 20 Feuer an Bord eines Schiffes anzünden. Dabei ist es egal, wie viele Schiffe ihr anzündet. Und dann habt ihr die Emden in der Garage. Und ich finde, gerade für deutsche Spieler ist die Emden unglaublich spannend. Ja, Stück Historie im Hafen kann man sich nicht verwehren. Und wir spielen jetzt nochmal eine Runde Tirpitz, um sich ein wenig aufzuwärmen, um nochmal zu zeigen, was das Schiff drauf hat, was es nicht drauf hat. Und vielleicht kriegen wir mal eine ordentliche Runde zu sehen. Viel Spaß. So, da sind wir zurück im Spiel mit unserer Tirpitz zusammen mit der stummen, lieblichen Tigerin auf unserer linken Flanke. Und mal gucken, ob wir die eine oder andere gute Salve in einem C10er-Gefecht hinkriegen. Die sind übrigens relativ selten, die C10er-Gefechte. Dennoch sind sie da. Wir müssen gegen eine Montana ran, zum Beispiel. Sehr interessant. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. So, ich warte jetzt gerade darauf, dass die ersten Gegner aufgehen. Ich werde meine Türme schon mal nach links drehen. Ich habe nämlich vor, wenn der erste Gegner aufgeht bei A, nach rechts einzuschwenken und so die Breitseite sprechen zu lassen. Was für ein schönes Schiff. Also, wenn die Deutschen was bauen können, dann Schiffe. Sehr schön. Schön schlank, schön schnell und relativ gut gepanzert. Wobei Wargaming da in letzter Zeit ein bisschen was gedreht hat. Man sollte auf gar keinen Fall die Breitseite zu einem Gegner zeigen, denn da hagelt es doch die ein oder andere kritischen Treffer. Das ist sehr gefährlich für ein Schlachtschiff. Okay, wir haben einen Zerstörer auf C. Gucken, was wir hier noch so finden. Wen haben wir noch als Unterstützung? Dritte Tirpitz, okay. Und da haben wir die Montana. Okay, ich bleibe erstmal hier. Drehe die Hecktürme. Das ist das Schöne an dem Deutschen. Die Türme drehen sich ziemlich schnell. Man sollte aber auf gar keinen Fall irgendwann mal HI laden. HI ist echt nicht gut bei den Deutschen. So, sehr gut. Ein Treffer haben wir. Hey. Jetzt hagelt aber gleich eine Breitseite. Das Schöne an der Tirpitz, sie hat eine geringere Nachladezeit als alle anderen Schlachtschiffe in diesem Spiel. Und das ist bedingt durch das kleine Kaliber. 38 cm. Klein und relativ präzise. Wir sollten es hier aber ein bisschen abdrehen, Kitty. Kommt ein bisschen viel. Die Buki kann uns jetzt nicht so viel tun, aber die Montana kann uns anzünden und die
Nee, die Montana kann uns durchschlagen und die Atago kann uns anzünden. Beides nicht so schön. Und ja, dachte ich mir, da kommt Torpedos. Nix wie weg hier. Die haben natürlich auch Torpedos an Bord. Diese haben aber nur eine Reichweite von 6 Kilometern. Eher was für den Nahkampf. So, jetzt nichts wie weg hier. Die Montana sieht nicht mal allzu gesund aus. Ich denke mal noch ein paar gute Treffer und die ist raus. Die Buki ist abgeprallt. Ja, niemals die Breitseite zum Gegner zeigen. Immer das Schiff anwinkeln. Dann prallt auch schon mal die eine oder andere Granate ab. Außer es ist HE. Gut, Montana kriegt nochmal einen auf den Deckel hier. Und dann nichts wie rein hier. In Punkt A. 57.000 hat sie nur noch. Jetzt hat die Montana, Tier 10er, schon mal weniger HP als wir. Gut, sie kann sich natürlich genauso oft reparieren wie wir. Und ich werde nochmal auf die Atago schießen. Und auf die. So, da vorne haben wir eine Iowa auf 23 Kilometer. Oh Gott. Die könnten wir beschießen, wenn wir jetzt unser Flugzeug starten. Aber wir haben ja hier noch eine Ibuki als Ziel. Das geht. Ich gehe mal ein bisschen weiter in den Nahkampf auf A. Wie geht's unserer Tigerin? Gut. Und die Ibuki hier, die müsste jetzt gleich mal den ein oder anderen Treffer abkriegen. Das wäre ganz gut. Die brauchen wir nicht. Ja, okay, ich bin zu blöd zum Zielen. Sehr schade. Obwohl die Tirpitz eigentlich unter 15 Kilometer relativ präzise ist. Über 15 Kilometer ist die Streuung ein bisschen arg nervig, aber alles darunter trifft sie eigentlich, wenn man gut zielt. Das habe ich eben nicht getan. Versuchen wir es nochmal. Okay. Gut, dann nicht. So, liebster Atago. Dann gehen wir doch mal der Atago ein bisschen auf den Senkel. Und da haben wir auch die Montana. Sehr gut. Komm mal her. So, natürlich ist die Tirpitz im Nahkampf am stärksten. Allerdings auch am stärksten angreifbar durch eben Torpedos. Deswegen sollte man mit ihr sich die Ziele wirklich weise aussuchen. Das ist eines der wenigen Schiffe, die beides kann. Sie kann wirklich auch Duelle auf große Reichweiten. Und sie kann den Nahkampf. Und da nicht zu knapp. Die Tirpitz hat wirklich eine extrem gute Sekundärbatterie. Plus natürlich die Torpedos, die sie fast unschlagbar machen im Nahkampf. Was heißt fast? Sie macht sie unschlagbar im Nahkampf. Es ist wahrscheinlich das beste Nahkampfschiff im Spiel. Da sie dazu auch noch schnell und wendig ist, ist sie extrem gefährlich. Deswegen hauen auch unsere Gegner hier gerade alle ab. Die kennen natürlich die Stärken der Tirpitz. Und werden sich natürlich, ja, werden Teufel tun und irgendwie zu uns in den Nahkampf kommen. Schade, ich hätte gerne was torpediert. Die Atago zum Beispiel, die will uns torpedieren. Die hat ja 10 Kilometer Reichweite, deswegen hau ich jetzt ab. Reparieren uns nochmal. Stellen wieder ein bisschen Hülle her. Haben sogar die Zitadelle erwischt. Sehr schön. So, und dann kriegt sie jetzt gleich nochmal eine Breitseite. Ach, da kommen sogar die Torpedos. Das ist aus. Okay, die Ibuki ist fertig. Ah, das war eine Ibuki, keine Atago. Wo ist die Atago hin? Oh. Shimakaze vor uns. Tier 10er. Na gut, der nächste Tier 10er vor unserer Nase. Mal gucken, ob wir ihn rauskriegen. Interessante Sache, was ich hier auf jeden Fall erwähnen sollte, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Man sollte... Okay, hat sich erledigt. Mit einem deutschen Schiff niemals auf HE wechseln. Wir haben hier Maximumschaden von 11.600 auf AP und auf HE 4.400. Das ist weniger als ein Stufe 4 Schlachtschiff. Ja, deswegen, Finger weg von HE. Egal, was vor euch ist, kein HE. Benutzt es bloß nicht. Immer AP, auch auf Zerstörer. Ich weiß, Zerstörer ist dann immer so eine Sache, weil man dann eventuell nichts beschädigt oder so. Oder Schlachtschiffe halt, die auf Träger schießen, schießen halt gerne mit HE. Aber das solltet ihr mit einem Deutschen nicht tun. Ja, auf gar keinen Fall. Sie sind da eine absolute Ausnahme. Die Deutschen sind wirklich sehr viel stärker mit AP als ziemlich jedes andere Schiff auf diesem Schlachtfeld. Gucken, ob wir die Iowa treffen. Ja, haben wir ganz gut erwischt.
Leider kein Zitadelltreffer, macht aber nichts. Langsam erhält sich das Eichhörnchen. So, Iowa. Oh, das war die Montana. Und die hat uns gerade eben ganz schön böse erwischt. Okay. Wenn man ihr mal die Möglichkeit gibt, dann tut's weh. Ja, Tier 10er Schiff. Wir sind Stufe 8. Wollte ich nochmal anmerken. Macht aber nichts. Wir können auch ein bisschen was reparieren. Ja, habe ich zu weit vorgehalten. Schade. Aber die Iowa sollten wir noch kriegen. Die dreht nach links ein. Zu uns. Ich glaube, sie ist sogar stehen geblieben. Wir fliegen mal mit. Wenn die jetzt nicht stehen geblieben ist, dann ist sie tot. Sie fährt sogar rückwärts, das gibt's nicht. Ja, das ist wirklich sauschwer zu sehen. Deswegen, sorry, wenn ich daneben baller. Aber rückwärtsfahrende Schiffe gibt es in World of Warships nicht allzu häufig. Da kann man schon mal den einen oder anderen überraschten Treffer setzen. Jetzt fährt sie wieder vorwärts, aber die ist raus. Okay. Gut, die Montana haut ab. Ich drehe jetzt einfach mal meine Geschütze nach rechts, denn, ja, viel ist ja nicht mehr übrig. Insgesamt noch keine glorreiche Runde mit den Tirpitz, aber ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Das ist, glaube ich, das Wichtigere. Denn ich halte, wie gesagt, die Tirpitz hier gerade in einem Zehnergefecht, naja, müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, für das beste Schiff im Spiel. Das ist mein absolutes Lieblingsschiff. Ne? Klar, es gibt welche, die machen mehr Schaden, die sind schneller oder was weiß ich. Aber ich finde einfach, das Rundum-Paket ist bei der Tirpitz mit am besten. Ja, außerdem macht sie unheimlich viel Credits. Ihr könnt hier auch jeden deutschen Kapitän hineintun, in den ihr in eurem Hafen habt. Und dementsprechend so noch ein bisschen eure Crew halt leveln. Ah, da haben wir noch einen erwischt. Sehr schön. Das meinte ich mit immer AP auch auf Zerstörer. Der Schaden ist einfach weit höher, als was ihr mit HE anrichten würdet. Dann holen wir uns jetzt noch ein Stück Tirpitz. Schade, ich hätte gerne was torpediert. Wie gesagt, kann ich ja mal zeigen. Wir haben hier zwei Torpedowerfer, einen rechts, einen links. Und wir haben die ganze Flanke über Möglichkeit zum Abschuss. Ja, das lief jetzt überraschend schnell. Wir sind nur im mittleren Feld, macht aber nichts. Auf jeden Fall, 52.000 Schaden, das ist so unteres Mittelfeld. Ja, normalerweise sind da weit mehr drin. Bis zu 180.000, 200.000 Schaden ist alles möglich mit einer Tirpitz, wenn man dann ein wenig Glück hat mit den Teams. Wir hatten jetzt ein Stufe 10er Gefecht, aber mir ging es erstmal darum, dass ich euch das meiste erzähle und natürlich zeige. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist die 60 Euro definitiv wert, wenn ihr World of Warships lange spielt. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch ein frohes Fest, guten Rutsch und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss.